Den Heiligen Koran kennen und lieben lernen. Ein Kinderbuch zur Einführung in den Heiligen Koran von The Sincere Seeker Kids Collection, erzählt von Uwe Zoschke. Als der Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, 40 Jahre alt war, war er allein in einer Höhle namens Hira, um zu meditieren und tief über das Leben und dieses Universum im Monat Ramadan, dem 9. Monat des islamischen Kalenders, nachzudenken. Dann kam ein Engel namens Gabriel herab. Prophet Mohammed erschrak sich. Der Engel drückte ihn ganz fest an sich und befahl, ihm zu lesen. Der Prophet Mohammed konnte weder lesen noch schreiben und sagte: Ich kann nicht lesen. Engel Gabriel drückte ihn erneut und forderte ihn zwei weitere Male auf zu lesen, aber Prophet Mohammed gab ihm die gleiche Antwort. Dann kam der erste Vers des Heiligen Korans von Gott durch den Engel Gabriel zum Propheten Mohammed. Erschrocken rannte er nach Hause zu seiner Frau und bat sie, ihn zuzudecken. Dann erklärte er seiner Frau Khadija, Friede sei mit ihr, was geschehen war. Sie tröstete ihn und sagte ihm, Gott wird dich niemals demütigen, weil du gut zu deiner Familie bist und den Armen und Bedürftigen hilfst. Dann, über 23 Jahre, wurde der heilige Koran zum Propheten Mohammed, Friede sei mit ihm, herabgesandt, Stück für Stück. Der heilige Koran ist ein Buch von Allah, unserem Schöpfer. Das Wort Koran bedeutet Rezitation auf Arabisch. Der heilige Koran besteht aus Allahs genauen Worten. Allah sandte den heiligen Koran für uns hinab, damit wir von ihm geleitet werden können und eine Beziehung zu ihm aufbauen und ihn auch lieben können. Der heilige Koran ist ein Buch der Rechtleitung, das die Menschen in jedem Aspekt ihres Lebens leitet. Der heilige Koran ist eine Gebrauchsanweisung, wie man sein Leben leben sollte. Es lehrt uns, was gut für uns im Leben ist und was schlecht ist und schädlich ist, das wir vermeiden sollten. Der heilige Koran lehrt uns, dass wir an das Einssein Allahs glauben sollen und an die Existenz seiner Engel, seiner Propheten und Gesandten, seine Bücher und dass wir an den jüngsten Tag, den Tag der Auferstehung und den Tag des Gerichts glauben sollten und dass wir auch an die göttliche Vorbestimmung glauben sollten. Der heilige Koran lehrt uns, dass wir an den einen wahren Gott glauben und ihn anbeten sollen. Es lehrt uns, dass wir zu Allah jeden Tag beten sollen und dass wir wohltätig sein und den Armen und Bedürftigen helfen sollen. Der heilige Koran lehrt uns, dass wir im Moment Ramadan fasten sollen, damit wir rechtschaffener werden und näher an Allah, und wir sollten mindestens einmal im Leben die Hadsch machen, wenn wir können. Der heilige Koran lehrt Liebe, Mitgefühl, Glauben und Wohlwollen. Gott erinnert uns an seine Liebe, Mitgefühl und Barmherzigkeit im gesamten heiligen Koran. Allah liebt uns sehr und wir sollten ihn auch lieben. Der heilige Koran lehrt uns, gut zu unseren Eltern zu sein, unserer Familie, unseren Geschwistern, unseren Freunden und gut zu Tieren zu sein und keine Pflanzen zu verletzen oder zu zerstören. Der heilige Koran lehrt uns, dass wir wahrhaftig sein müssen und niemals lügen oder betrügen sollen. Der heilige Koran lehrt uns, dass wir immer dankbar sein sollen und Alhamdulillah für alles sagen sollen, Allah für das danken und loben, was er uns gegeben hat. Wir sollten optimistisch und hoffnungsvoll sein
und immer unser Vertrauen in Allah, den Glorreichen, setzen. Der Heilige Koran lehrt uns Geduld. Der Heilige Koran lehrt uns, dass wir bescheiden sein und nicht angeben sollen. Der Heilige Koran lehrt uns, dass unser Feind Satan ist. Er will uns fehlleiten und uns Allah wegnehmen, unseren Schöpfer. Der Heilige Koran lehrt, dass jeder für seine eigenen Handlungen verantwortlich ist und jeder wird sich vor Gott verantworten. Gott hat in der Vergangenheit Bücher geschickt vor dem Heiligen Koran für vergangene Völker und Menschen, die vor uns lebten. Aber das letzte und endgültige Buch ist der Heilige Koran, der für uns bis zum Ende der Zeit bestimmt ist. Der Heilige Koran hat 114 Kapitel und über 6000 Verse und ist in arabischer Sprache verfasst. Der Heilige Koran ist seit seiner ersten Offenbarung derselbe geblieben und hat sich nie verändert, nicht einmal um einen einzigen Buchstaben. Der Heilige Koran ist Gottes größtes Wunder und enthält Hunderte von Wundern. Der Heilige Koran wird von Millionen von Menschen aller Altersgruppen, Sprachen und Hintergründe auf der ganzen Welt auswendig gelernt. Kein Buch wird mehr gelesen als der Heilige Koran. Fast jeder Moslem hat einen Teil des Heiligen Korans auswendig gelernt, um ihn bei seinen Gebeten zu lesen. Allah versprach im Heiligen Koran, dass er das Verstehen und Auswendiglernen des Heiligen Koran für jeden leicht gemacht hat. Der Heilige Koran ist dazu gedacht, laut und mit einer schönen, melodischen Stimme gelesen zu werden. Wir sollten den Heiligen Koran jeden Tag lesen, damit wir näher an Allah sein können und seine Worte und Botschaft an uns verstehen. Wir sollten den Heiligen Koran jeden Tag lesen, damit wir auch belohnt werden können. Für jeden Buchstaben, den wir im Heiligen Koran lesen, würden wir 10 Belohnungen erhalten.